Also dieses Stück baut auf der Struktur von Arthur Schnitzlers Reigen. Der Reigen, das ist ein Theaterstück, was vor 100 Jahren oder eben als ich die Premiere hatte, 2020 oder geplant war, wäre es genau vor 100 Jahren gewesen. Das war damals ein skandalauslösendes Theaterstück, wo es halt auch genau um diese tabuisierten Themen geht. Also eigentlich zeigt es immer Mann und Frau vor und nach dem Koitus quasi dieser eine Stelle wurde dann immer ausgeblendet mit so Punkt, 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 beziehungsweise einem Black. Und dort war es so, dass immer in dieser gleichen Szene verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Das heißt, Mann, Frau, Frau bleibt, anderer Mann kommt dazu, Mann bleibt, andere Frau kommt dazu. Und letztendlich ging es immer nur um das Ehepaar, das sich in Akt Nummer 5 trifft. Ja, also was quasi Mann und Frau sonst noch so erleben. Damals hochskandalös, 10 Szenen und diese Struktur habe ich aufgegriffen. Das heißt, mein Naked Love Stück wird auch 10 Dialoge, ich nenne es mal Dialoge haben mit einem Prolog und einem Epilog, also letztendlich 12 Szenen, wo ich auch die Begegnung darstelle. Aber halt 100 Jahre später, das heißt, die Begegnung besteht nicht nur aus 2 Menschen und auch nicht unbedingt nur aus einem Mann und aus einer Frau. Aber an diesem Gerüst habe ich mich so aufgehängt, das heißt, auch damit gespielt, okay, wir machen alle Erfahrungen. Das heißt, aus Szene 1 nehme ich die Erfahrung in Szene 2 mit, nehme ich die Erfahrung mit. Das ist so ein bisschen, die TänzerInnen sind so, haben diesen Subtext quasi, ich mache Erfahrungen und ich bin neugierig und ich begegne Menschen. Und das ist natürlich auch eine Einladung an das Publikum, diese Erfahrungen mitzumachen, auch wenn es sehr abstrakt ist. Aber schon allein, wenn 2 Frauen aufeinandertreffen, ist es einfach anders, als wenn 3 Männer plötzlich in der Szene sind. Und ich gucke dann immer, okay, was bleibt übrig? Aus den 3 Männern bleibt ein Mann übrig, der trifft jetzt plötzlich auf eine neue Begegnung. Also damit spiele ich auch mit so einer entsprechenden Lichtregie und der Paul Tinsley hat wieder die Musik komponiert, also mit dem arbeite ich ja schon seit mehreren Jahren zusammen und hat auch so ein Motiv kreiert, ein elektronisches Motiv kreiert, das sich dann durchzieht, aber leicht verändert. Der wichtige Punkt war eigentlich, wie schaffen diese 5 Menschen, so sich zu transformieren, also nicht so einen Charakter einzunehmen, sondern so in verschiedene Situationen reinzuschlüpfen, also in dieses Liebe im Alter, sowohl als auch Liebe im polyamoren Kontext, aber auch die homosexuelle Liebe und so weiter und so fort. Obwohl die nicht unbedingt homosexuell sein müssen, obwohl die nicht unbedingt alt sein müssen, ne? Aber trotzdem so verschiedene Dinge zu erspüren und sich da rein zu versetzen. Ich habe natürlich mit denen viel geteilt. Also ich habe ja wahnsinnig viel dokumentiert während der Zeit, viele Texte geteilt, Empfindungen von mir und so weiter. Also dass sie sich da so gut wie möglich reinversetzen konnten. Aber letztendlich, was entstanden ist, ist eine sehr, sehr abstrakte Form daraus. Ja, also dieses Tanzstück ist beruht auf einer sehr abstrakten Tanzsprache, was mir sehr wichtig war. Und aber gleichzeitig natürlich die größte Herausforderung ist, weil wie kriege ich diese Berührung dennoch irgendwie vermittelt, obwohl es ja eben auf eine abstrakte Art stattfindet. Ja, was ich immer super spannend finde, ist so aus was Konkretem zu starten und es dann immer mehr. Ich nenne es mal komplizierter, aber ohne das negativ zu bewerten. Also immer komplizierter zu machen. Also dann noch irgendwelche so Hindernisse in die Bewegung einzubauen. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das Ganze nicht stehen, sondern am Boden. Also quasi zu diesem konkreten Empfinden einer Emotion oder einem Erlebnis oder einem Bild, das ich erlebt habe oder in einem Interview erlebt habe, quasi als Ausgangspunkt und daraus heraus immer tiefer zu gehen und vor allem eben tänzerisch tiefer zu gehen. Das finde ich halt super spannend. Und dann entstehen natürlich wiederum andere Erlebnisse und andere Dinge auf dem Weg, und die zuzulassen auch. Ja. Also das verstehe ich dann als abstrakt quasi immer eine Schicht noch tiefer gehen, indem ich noch mehr Schichten draufbaue, dass es eigentlich der Ursprung schon noch da ist, aber nicht mehr so klar eins auf eins quasi. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man so einen Moralkodex auflegt und irgendwie nicht die Freiheit hat, die Menschen wirklich dort abzuholen, wo sie sind, weil ich hoffe, dass ein sehr diverses Publikum kommen wird. Und ich denke, dass ich die verschiedenen Menschen am besten erreichen kann, indem ich ihnen quasi
eine eigene Interpretation, die Möglichkeit für eine eigene Interpretation geben kann. Also dort, wo sie halt gerade stehen, in ihren eigenen persönlichen Liebeserlebnissen und Liebesbeziehungen. Also ich finde es total schwierig. Gerade nach diesen 10 Monaten habe ich festgestellt, wow, das ist nicht so oder so, das kann so oder so oder so oder so oder so sein. Also es gibt ja total viele Möglichkeiten. Also selbst ich habe so gedacht, ich bin ja sowas von klein engstirnig reingegangen und letztendlich so habe ich so viele Dinge erlebt, dass es mir selber auch die Augen geöffnet hat, um zu sehen, okay, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und die sind alle okay. Also ich habe das noch nie so erlebt, dass ich wirklich so lange an einem Thema dran war, bevor ich eigentlich ins Tanzstudio mit einer Crew oder mit einem Team gestartet habe. Also ich fand es total super, mal auf diese Weise zu starten und vor allem mit Menschen in Kontakt gewesen zu sein bezüglich des Themas. Klar liest man sich immer wieder ein oder man schaut sich Filme an oder man ist so präsent für ein bestimmtes Thema, wenn man eben weiß, okay, dann und dann geht eine Produktion los, da verändert es so, wie ich in den Tag reingehe, wie ich meinen Alltag lebe und so. Man nimmt immer Eindrücke mit, weil man da natürlich ganz präsent oder wach für ist. Aber dann nochmal darüber zu sprechen und wirklich auch zuzuhören, was andere dazu zu sagen haben und wie das anderen dabei geht, war für mich eine super Erfahrung und wirklich, also auch mit Dingen konfrontiert zu werden, die ich nicht gesucht habe, die ich nicht ausgesucht habe, sondern die mir einfach begegnet sind, war richtig gut, ja, war auf jeden Fall eine super Basis, um daraus dann ein Tanzstück zu bauen. Es hat mich insofern beeinflusst, dass ich gemerkt habe, vor allem diese Interviews, also ich hatte so kleine Schaukästen, wo man sich auch die Interviews anschauen konnte von ein paar Interviewten. Die haben viele Menschen berührt. Ich habe tatsächlich auch Reaktionen nochmal per Mail bekommen nach der Installation, wo sich die Menschen bedankt haben und gemeint haben, hey, das ist echt super spannend, mal auf diese Weise Einblick zu bekommen, ohne jetzt da irgendjemanden so darzustellen quasi auf eine blöde Art, ne? Also trotzdem die Intimität irgendwie zu bewahren. Und da habe ich mir dann eben überlegt, okay, wie kann ich das trotzdem mitnehmen, obwohl ich sowas Abstraktes kreiere? Wie können diese ganzen Zitate, Sätze, die ich in der Installation ja auch viel verwendet hatte, jetzt irgendwie präsent sein in einem Tanzstück? Letztendlich gelöst. Ich meine, wir hatten verschiedene Ideen, die wir leider aufgrund der aktuellen Lage nicht unbedingt so durchführen können, wie jetzt im Foyer nochmal die Schaukästen aufbauen oder auch einen Fließtext zu projizieren etc. etc. Aber wir werden auf jeden Fall ein recht ausführliches Programmheft herstellen bzw. bereitstellen, wo so ein bisschen Background-Informationen auch drinstehen, Zitate und auch nochmal den Bezug zum Love Archive, zu dieser 10-monatigen Recherche besteht. Weil irgendwie, wenn man mit diesem Hintergrund da nochmal reingeht, sieht man das natürlich auch anders. Und normalerweise ist mir das gar nicht so wichtig, irgendwie ein Programm in die Hand zu drücken, bevor man in ein Tanzstück reingeht. Ich finde es manchmal auch ganz spannend, erst im Nachhinein zu lesen. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn man so diese Sätze im Hintergrund hört, während man diese Bewegungen sieht.